Hallöchen! Heute gibt es wieder ein weiteres Live und zwar mit der lieben Nadine. Nadine ist Mama Herz Coach. Mama Herz ist ihre Methode, mit der sie ja Müttern und Schwangeren zu mehr Achtsamkeit verhilft. Und ich freue mich total, mich jetzt heute ein bisschen mit ihr über ihre Arbeit zu unterhalten und auch generell über das Thema Achtsamkeit im Mama-Sein. Von daher hole ich sie jetzt einfach mal in den Raum, sodass sie sich vorstellen kann und wir auch einfach direkt einsteigen können. Oh wei. Hallöchen. Hallo. Guten Vormittag. Guten Vormittag. So, ich muss mich immer neu ausrichten. Ups. Ah, ich glaube, so könnt ihr mich gut sehen. Super. Ah, ja, guten Morgen, Lisa. Hallo. Wie geht's dir, liebe Nadine? Ja, gut geht's mir. Danke. Wie geht's dir? Bist du gut in die Woche gestartet? Ja, sehr gut, sehr gut. Wir sind noch immer in St. Moritz hier geschäftlich und total, total. Wir genießen hier Berge, Landschaft, gute Luft und schön. Ja, total schön. Ich freue mich. Nadine, magst du dich einfach direkt mal vorstellen für alle, die jetzt schon dabei sind und letztlich auch für alle, die dann im Nachgang die Aufzeichnung sich anschauen? Ja, sehr gerne. Also ich bin Nadine Schneidereit, lass mich kurz überlegen, 36 Jahre alt, habe einen Sohn, der wird jetzt im September 3 und ja, während meiner Reise zum Muttersein hat sich nochmal mein ganzes Leben auf links gedreht und dann war relativ schnell klar, ich möchte in dem Bereich unterstützen, meine Erfahrung teilen, meinen Wissensschatz von mindestens 8 Jahren Achtsamkeit im Alltag, was mir natürlich super, super, super geholfen hat in meinem Alltag mit dem Kleinen. Ja, ja. Voll schön. Erzähl mal, was machst du genau? Nimm uns da mal ein bisschen mit rein, weil das ist, also wir haben ja letztens schon in unserem Podcast drüber gesprochen und das ist so ein spannendes Thema und ich glaube auch so spannend für ganz, ganz viele, die hier zuhören, insbesondere natürlich die Mamis. Ja. Also was mache ich genau? Ich habe die Mama-Herz-Methode entwickelt, auch zusammen mit einer befreundeten Psychologin. Weil wir einfach in Gesprächen, wenn die Kleinen gespielt haben, auch gemerkt haben, wir haben halt beide den gleichen Anspruch an uns. Also meine Vision möchte ich vielleicht nochmal vorab teilen. Mein Warum, ich selber ertappe mich dabei. Ich bin davon ja auch nicht freigesprochen. Ja, also keiner von uns ist perfekt. Wir sind alle auf dem Weg. Ist aber, dass ich einfach den Herzenswunsch habe, dass keine Mama mehr abends im Bett liegt und sich verurteilt für eine Situation, in der sie so reagiert hat, wie sie reagiert hat. Und keine Mama möchte irgendwie ja ungerecht zu ihrem Kind sein oder emotionsgeladen reagieren. Also so, das wollen wir einfach nicht. Keine Mama möchte das. Und in Gesprächen haben wir dann auch einfach gemerkt, dass gleichzeitig wir natürlich diesen krassen Anspruch haben, immer perfekt zu reagieren und das Beste für unser Kind zu wollen. Also immer zu gucken, nichts falsch zu machen und immer die Bedürfnisse im Blick zu haben, die des Kindes, die eigenen. Und dann entsteht ja ganz schnell auch so ein, ach, habe ich das jetzt richtig gemacht? Und dann ist es schon wieder passiert. Mhm. Und dann haben wir zusammen halt geguckt, okay, wir wollen Tools vermitteln, die ich, nachdem ich sie gehört habe, sofort anwenden kann. Mhm. Und damit schon mal weiß, okay, jeder Moment ist ein Entwicklungsmoment. Und wenn ich mir bewusst nur diese 10 Minuten am Tag Zeit nehme, habe ich innerlich schon so, okay, check. Ne? Ich habe schon ganz viel richtig gemacht heute. Und das Geile ist, bei den Tools, die wir vermitteln, egal, wir haben jetzt in dieser Runde haben wir eine Mama, das Baby ist mit 12 Wochen gestartet. Selbst die Mama hat berichtet, in den Wachphasen von ihrer Kleinen, Magic Moments. Also ich musste weinen, was sie erzählt hat, einfach nur durch diese Sachen, die wir vermittelt haben. Oder auch eben bei Größeren. Ich merke es ja auch, wenn ich mir die Zeit nehme mit meinem 3-Jährigen, was es für einen Unterschied macht. Und das fängt dann schon an, dass wir das eben schon bei den ganz Kleinen umsetzen können. Schon in der Babymassage. Ja, es fängt einfach schon damit an, wenn ich mein Kind nur ausziehe,
So, ich sage immer, stell dir mal vor, dich zieht einfach jemand aus. Und dann vielleicht noch ein Babymassagekurs, der ja jetzt wieder vor Ort stattfinden darf. Da zieht dir einfach jemand in einer fremden Umgebung die Kleider aus. Alles, auch die Windeln. Dann liegst du da nackt in einem großen Raum. So, das braucht Begleitung, ja, das braucht achtsame Begleitung, das braucht Worte, das braucht Beschreibungen, das braucht Verbindung. Und das ist eigentlich auch schon so das nächste Stichwort, dieses, das können wir halt auch alles nur machen, wenn wir in Verbindung mit uns sind. Wie will ich denn sonst Verbindung zu einem anderen aufbauen? Und das ist die Basis, ja. War schön. Wie vertraue ich Verbindung zu mir selber auf, insbesondere als Mama? Ja. Also ich sage immer total gerne, alles, was sie brauchen, ist Ruhe, Geduld und Liebe. Und gleichzeitig ist das oftmals aber auch so die größte Challenge, ja, im Alltagsgewusel, im Gedankenkarussell. Und wenn wir dann in so Situationen kommen, wo wir dann vielleicht nicht so reagieren, wie wir re reagieren wollen, können wir das auch sicherlich ganz viel aufarbeiten mit der inneren Kindarbeit. Wir können aber auch eben, so wie mein Unternehmen heißt, Anker dein Moment, mal den Anker werfen, einchecken in diesem Moment. Mich fragen, wie will ich dann sein? Ja, habe ich das schon mal für mich definiert? Und dann gucken, okay, ich bin in diesem Moment, ich bin mit mir verbunden, mit meinem Atem, ich stehe hier, da steht mein Kind. Puh, so, und wie möchte ich denn jetzt sein? Dann auch entsprechend zu reagieren. Und dann bin ich in Verbindung mit mir und dann kann ich auch in Verbindung sein mit meinem Kind. Denn ich sehe, sage immer, so, das ist fast wie Tau ziehen, ja? Also diese Verbindung ist dieses Tau. Und wir können nur zusammen ziehen, ohne das jetzt als Gewinnerspiel darzustellen. Also wir können zusammen nur Tau ziehen, wenn wir auch beide dieses Tau hochheben. Und ich bin halt in der Rolle der Mutter diejenige, die bewusst dieses Tau hochheben muss. Mein Kind hat das die ganze Zeit in der Hand. Die Kinder haben kein Zeitgefühl, die sind in diesem Moment. Ja, die leben uns das ja perfekt vor. Und dann ist es meine Aufgabe, mich auf Augenhöhe zu begeben, das Tau zu heben und in Verbindung zu gehen. Ja. Total schön, das ist total schöne Metapher auch. Ich glaube, damit kann man sich das total gut vorstellen. Und Nadine, magst du uns einmal ganz kurz, also du hast ja jetzt auch schon viel erklärt und auch uns mit reingenommen, aber erzähl uns mal so, du hast die Babymassage, wo geht es darum, nur für alle, die das vielleicht nicht wissen, ich glaube, das ist vielen Mamis ein Begriff, aber vielleicht einfach kurz zur Abgrenzung, worum geht es in deinem Mama-Herz-Kurs so im Detail? Also auf was darf ich mich einstellen, wenn ich zu dir in den Kurs komme? Ja, sehr gerne. Also ich starte eigentlich schon mit Frauen, die in der Schwangerschaft sind. Der Kurs heißt dann oder der Workshop heißt Entspannt schwanger. Also da geht es schon eben ganz bewusst darum, Verbindungen mit dem Baby im Bauch aufzunehmen, sich selbst einfach schon mal damit auch noch ja, bewusster zu befassen. Also vielleicht gerade, wenn es das zweite ist oder auch wenn es das erste ist und mit großen Ängsten behaftet ist. Das habe ich ja selber in meiner Schwangerschaft auch erlebt. Ich musste 3 Monate liegen. Also wirklich bewusst auch mit Sorgen und Ängsten umzugehen und auch wieder ins Vertrauen zu gehen. Und dann geht es so weiter, wenn das Baby dann da ist, zur Babymassage. Und da ist ja dann auch schon sie der erste Anspruch. Ich will viel auch mit meinem Kind machen und gerade so auch Kurse und sowas. Und da ist Babymassage meistens so der erste Kurs nach der Geburt. Und der kann natürlich super hilfreich sein bei Blähungen, wenn das Kind unruhig ist. Und ich selber habe das auch so wahrgenommen. Mein Kind hatte auch 6 Monate wirklich starke Bauchschmerzen, dass ich da wenigstens ein Tool an der Hand hatte, nachdem ich alle Bedürfnisse gestillt habe, wirklich auch bewusst was zu tun und nicht mehr in Anführungsstrichen nur das weinende, schmerzende Kind zu begleiten. Also auch wirklich dann für Entspannung zu sorgen und in Verbindung zu sein. Und dann jetzt noch angereichert mit unseren Tools aus der Mama-Herz-Methode, die da eben auch schon einfließen, gibt es jetzt einfach noch mehr Verbindungsmomente. Und das ist so schön, weil wir haben halt, ja, das wird dir sofort auch schon in der Schwangerschaft, also nach der Geburt steht gleich Bonding im Raum und Bindung hat höchste Priorität. Und das hört ja dann danach auch nicht auf, das geht ja immer weiter. Und das ist halt mit so einer Babymassage einfach schon ein ganz, ganz toller Weg, da weiter Bindung aufzubauen und auch in Verbindung zu bleiben und natürlich auch eine lange Routine, die man dann fortführen kann. Meiner wird 3.
Der findet es immer noch wahnsinnig toll, abends die Füße massiert zu bekommen. Der fordert das auch ein heute noch, wenn er Bauchweh hat, dann sagt er ganz klar, Mama, du musst meinen Bauch streicheln. So, massier mal. Das ist halt total schön. Ja, und dann ist tatsächlich, geht es eigentlich schon weiter mit der, mit der Mama-Herz-Methode. Das ist tatsächlich, also wir haben es jetzt schon mit Schwangeren gestartet, wir haben es mit ganz, ganz, also mit Mamas von ganz, ganz kleinen Babys gestartet. Wir haben auch eine Mama dabei, der Junge ist über 6 Jahre, also es ist eigentlich schon von Schwangerschaft und wir sagen so bis zum 6. Lebensjahr. Und das sind 8 Module und da gehen wir wirklich nochmal ganz, ganz tief rein in jegliche Themen, sei es Werte der eigenen Mutterschaft, nochmal auf dieses Stressthema, warum reagieren Kinder so, warum reagieren wir so, dann ganz klar, wie begleite ich mein Kind so, wir haben die Ansprüche, sie sollen diesen Alltag in dieser schnelllebigen Welt ja auch gut meistern können, später Resilienz aufbauen, eine gute Spielfähigkeit entwickeln, dass sie soziale Kontakte gut halten und pflegen können und das funktioniert halt auch schon gut bei den Kleinen, wenn man sie gut begleitet. Das sind 2 wesentliche Module, wo es ganz viel Handwerkszeug gibt, was man sofort umsetzen kann. Dann checken wir auch nochmal so den allgemeinen Alltag ab. Als Mutter, also was mache ich für Aufgaben? Was nervt mich? Warum bin ich schnell genervt? Wo liegen meine Kraftquellen? Und wir so drehen einfach alles nochmal auf links, um so einen kleinen Reset zu machen und dann eben, ja, mit meinem Mama-Herzen verbunden zu sein und dann auch wirklich immer in der Lage zu sein, so zu reagieren, wie ich das, ja, den Anspruch an mich habe. Das klappt nicht immer. Ja, es klappt bei mir auch nicht. Ich habe gerade letzte Woche auch eine große Learning-Woche gehabt. Und das macht es mir dann aber einfach nochmal bewusster, wie wichtig das auch ist. Wenn du sagst, du hast so eine Learning-Woche, wie gehst du dann damit um, wenn du mit deinen Learnings, also mit den Situationen, schreibst du sie dir irgendwie auf oder gehst du nochmal in eine Meditation oder wie verinnerlichst du das, dass du sagst, okay, das habe ich jetzt diese Woche gelernt und ab nächster Woche oder in Zukunft versuche ich das irgendwie anders zu machen oder das entsprechend zu integrieren. Wie gehst du da vor? Dadurch, dass ich ja schon auch eine ganz gute Basis habe an Achtsamkeitserfahrungen, sage ich mal, also kriege ich sofort total schnell mit und ich habe die Woche tatsächlich nochmal so als Prüfung angesehen. Also wirklich nochmal, okay, hier kommt nochmal eine Challenge nach der anderen, um selber nochmal so geprüft zu werden, um da dann aber dem Ganzen auch nicht zu verfallen, sondern mich immer wieder bewusst daraus zu nehmen und von Moment zu gehen. Und die Woche, ja, die hat mir einfach gezeigt, mir selber auch nochmal, wie wichtig das wirklich für mich ist. Und dass ich das auch teilen darf. Also dass ich merke es ja jetzt auch in dieser Kursrunde, die jetzt heute Abend leider zu Ende ist, was da für ein großes Feedback kommt und welche eine Dankbarkeit damit einhergeht. Ja. Ach, toll. Ich finde es auch so wichtig, weil, ja, wie du sagst, mit dieser Prüfung, wir haben manchmal so Momente, wo wir dann einfach auch, ja, wo uns das Leben einfach nochmal diese Situation schickt, wo man überprüfen kann, habe ich es denn wirklich schon verinnerlicht oder darf ich da nochmal nachjustieren? Ne? Das haben wir ja auch außerhalb des Mama-Seins, gibt es ja immer wieder, dass wir eben diese Momente haben, wo man dann so merkt, oh Mensch, vielleicht darf ich mir das einfach nochmal bewusster machen und mich da nochmal hinsetzen und mir das nochmal verinnerlichen. Ich würde gerne nochmal auf das eine Modul in deiner Mama-Herz-Methode zurückkommen, wo du sagst, wir gucken uns erstmal an, was sind denn meine Werte als Mama? Und vielleicht kannst du da mal kurz drauf eingehen, warum ist es so wichtig zu wissen, dass ich meine Werte kenne? Weil ich glaube, das ist für so viele spannend. Hatte ich auch ganz lange, also bevor ich mich mit den ganzen Themen befasst habe, hätte ich dir nicht sagen können, was sind meine Werte? Und dementsprechend, ja, konnte ich natürlich auch nicht wissen, ob ich danach lebe. Vielleicht magst du uns da mal mit reinnehmen, warum ist es besonders als Mama wichtig zu wissen, was die eigenen Werte sind? Ja, das ist tatsächlich gleich am Anfang eines der wichtigsten Module. Für mich hat das so eine große Priorität oder so ein Gewicht von Präsenz, weil ich immer sage, mit der Mama-Herz-Methode kannst du in deinem Alltag eine Abkürzung gehen. Du kannst, wenn du achtsam bist, wenn du erkennst,
jetzt darf ich kurz einchecken und du dir dann deiner Werte bewusst bist, kannst du so reagieren, wie du reagieren willst, aus deinem Mamaherzen heraus. Mhm. Wenn ich meine Werte nicht kenne und mir dessen nicht bewusst bin, dann kann ich zwar in diesem Moment einchecken, kann dann aber für mich schlecht entscheiden, wie will ich denn dann jetzt sein? Ja. Und dann passiert halt oft, weil es ja meistens fordernde Situationen sind, dass ich in Muster verfalle, die ich vielleicht selber erlebt habe als Kind. Und dann sind wir halt wieder bei dieser inneren Kindarbeit. Ich möchte das auch überhaupt nicht absprechen und das gucken wir uns auch kurz an in der Mama-Herz-Methode. Natürlich kann ich den Weg gehen und das mit Unterstützung oder auch ohne Unterstützung aufarbeiten. Das kostet aber Zeit und ich habe diese Zeit nicht. So, und ich habe halt gemerkt, dass es mir wahnsinnig hilft, wenn ich mir meiner Werte bewusst bin, weil dann entscheide ich mich heute so, wie ich sein möchte und verfalle nicht in irgendwelche Verhaltensmustern, die ich vielleicht bei meiner Mutter gesehen habe oder bei meiner Großmutter, sondern mache das so, wie ich das möchte. Und deswegen sind mir diese Werte so wichtig und das war auch jetzt so bewegend zu lesen, was meine Teilnehmer darauf geschrieben haben und wie bewusst sie dann auch im Alltag damit umgegangen sind. Das war, also das ist der absolute Wahnsinn, weil denen selber fällt es denen dann so wie Schuppen von den Augen. Ja, so will ich jetzt sein und dann danach zu handeln, das bringt ja einen ja auch in eine absolute Selbstbefähigung, also sich einfach auch bewusst zu machen, ich bin hier nicht so niemandem ausgeliefert, weder dem Stress oder irgendwelchen Sachen, wie ich sonst reagiert habe, ich kann an jedem Moment neu entscheiden. Und wie genau sieht es in der Praxis aus? Hast du da so ein paar Tipps für uns, wenn du jetzt, wenn jetzt eine Mami in diesem Moment ist und sagt, oh Mist, ich merke gerade, ich werde getriggert oder ich handle eben nicht nach meinen Werten oder ich merke gerade, wie ich irgendwie mit meinem Kind so umgehe, wie ich eigentlich nicht umgehen möchte, aber ich komme da nicht raus. Gibt es da irgendwelche Kniffe, die man anwenden kann, so in Extremsituationen, so ein Notfall-Kit? Ja, tatsächlich gibt es ganz, ganz viele. Einer, der total schnell umzusetzen ist, ist natürlich erstmal, sich schon mal auf die Schulter zu klopfen, wenn man diesen Moment gemerkt hat. Mhm. Und sich in Gedanken bewusst zu machen, oh, hier passiert irgendwie gerade was, so will ich das nicht, ist schon der erste riesengroße Erfolg. Heute ist dann tatsächlich, sich das bewusst zu machen und in den Körper zu klopfen, weil wir dann gleich auch diese Körperlichkeit haben. Also da darf man tatsächlich ganz symbolhaft auch mal den Schulterklopfer oder einen Klopfer aufs Herz machen und sagen, okay, ich habe es erkannt, gut gemacht. Ja. So, nochmal tief durchschnaufen und dann, okay, wie will ich jetzt reagieren? Wer braucht hier was? Und dann auch entsprechend zu handeln. Also dieses sich bewusst machen ist der erste Gamechanger und der zweite ist in meinen Augen tatsächlich dieses in den Körper ankommen, entweder klopfen, atmen, Füße fühlen und dann geht's weiter. Okay, total schön. Super ein spannend. Weg von vielen. Ja, ganz schön. Wenn du jetzt, wir haben jetzt viel über Achtsamkeit und auch darüber gesprochen, warum das so wichtig ist, aber wenn jetzt eine frisch gebackene Mama zu dir kommt und sagt, ich weiß nicht, ob das wirklich so wichtig ist, so diese Achtsamkeit, oder ich kann mir das nicht vorstellen, dass es so mein Weg ist oder dass es so einen großen Unterschied macht. Was würdest du der Mama raten oder was wären so die vielleicht in drei Sätzen die Worte, die du ihr mitgeben würdest, um zu sagen, hey, Achtsamkeit ist einfach wichtig, weil... Ganz ehrlich, ich vermeide tatsächlich konsequent das Wort Achtsamkeit. Ja, okay, das ist gut. Ich vermeide das konsequent, weil viele dann schon wieder aussteigen. Okay. Und sagen, jetzt ist schon wieder und das brauche ich ja nicht und hin und her. Und ich sage dann tatsächlich, ich gehe immer auf das Kind und auf die Bedürfnisse des Kindes. Und gerade wenn da die kleinen Mäuse in der Babymassage liegen, versuche ich einfach das Bewusstsein immer wieder auch zum Kind zu lenken. Bitte sei immer im Blickkontakt, beobachte dein Kind ganz genau und dann praktizieren sie ja Achtsamkeit. So, und wenn sie dann auch noch anfangen zu beschreiben, was sie tun, ich streiche deinen Kopf aus, ich streiche deine Arme aus, dann sind sie achtsam.
dann sind sie schon in ihrer Bewegung viel langsamer, weil sie es benennen. Sie fördern schon dann die Sprachentwicklung ihres Kindes. Also sie tun in dem Moment einfach so, so viel. Und das beschreibe ich dann, was sie damit gerade alles tun. Und da sind sie dann auch mit dabei. Da gehen sie mit und merken dann auch diese Verbindungsmomente, die sie mit ihren Kindern haben. Und das ist dann auch immer so das größte Geschenk für mich. Es sind immer tolle Mama-Kind-Teams dabei, wo mir das Herz aufgeht, weil sie sind so miteinander verbunden. Das ist so, so schön. Ja. Voll schön. Ich finde es auch spannend, dass du das sagst. Ich vermeide dieses Wort, weil es ist ja tatsächlich auch gerade sehr, sehr inflationär verwendet, ne? Und ja, dann kann schon dazu führen, dass dann die Leute sagen, oh nee, es ist mir keine Lust jetzt da auch noch in diesen überall hört man nur Achtsamkeit, du musst achtsam sein. Und letztlich ist es ja so, wie du sagst, ne? Letzten Endes geht es ums Kind, es geht darum, dass es dem Kind gut geht und dann ist es ja zweitrangig, wie man das nennt. Von daher super spannend und ja, vielleicht ist es tatsächlich auch einfach das, was wichtig ist, dass es darum geht zu sagen, hey, es geht um dich und dein Kind, wie du das betitelst, ist völlig egal. Ja, total. Ja, das ist halt so dieser Anspruch auch, ne? Das ist genau das. Ich will eine gute Mutter sein und ich möchte abends zufrieden ins Bett gehen und mein Kind dann auf Augenhöhe zu begleiten. Und wenn das so ein paar Momente sind am Tag mit dieser tiefen Verbindung, dann kann auch mal ein Moment sein, wo ich mir Vorwürfe mache und sage, oh, da habe ich jetzt versagt oder da war ich nicht gut genug, da habe ich nicht gereicht. Ja. Dann weiß ich aber vorhin hatten wir eine Babymassage und das war richtig intensiv, wie mein Baby mich angeguckt hat und wahrgenommen hat. Oder auch, wenn die Kinder dann älter werden, ne, dann weiß man vielleicht gewisse Situationen bei den Kleinen, da könnten starke Gefühle kommen. Und dann kriegt man das auf Augenhöhe doch zusammen hin und findet einen Weg. Und das füllt diese Waagschalen dann wieder auf. Und das macht es dann so besonders. Und das ist natürlich gelebte Achtsamkeit zu 100%. Ja. Aber dieses Bewusstsein, damit loszugehen und zu sagen, ich möchte mich mit meinem Kind verbinden, ich möchte mein Kind jetzt hier stärken, in seiner Entwicklung fördern, dann hat das ein ganz anderes Standing im Mama-Alltag. Ja, sehr schön. Nadine, zum Abschluss, wie kann ich mit dir arbeiten? Wie kann ich auf dich zukommen, wenn ich sage, ich bin gerade schwanger oder ich habe auch ein Kind und möchte da auch ein bisschen mehr in das Thema einsteigen? Wie kann man dich erreichen? Ja, am besten kürzester Weg über Instagram einfach eine Direktnachricht schreiben, gerne auch folgen und einfach ein bisschen beobachten. Gerne guckt man ja auch zu Anfang erstmal. Und dann auf der Website gibt es natürlich alle Termine und weiteren Infos zu den einzelnen Kursen. Ja. Genau, ich habe noch ein kostenloses Online-Magazin, da kann man sich auf der Website auch gerne zu eintragen. Yes. Ja, also gerne per Direktnachricht oder auf meiner Website, die auch in meinem Profil verlinkt ist. Magst du kurz noch auf dein Online-Magazin eingehen? Das ist nämlich tatsächlich sehr, sehr liebevoll gestaltet. Und erzähl noch ganz kurz darüber, worum geht es da und was gibt es den Mamis darüber mit? Ja, da ist im Mai die erste Ausgabe erschienen. Der Plan ist eigentlich jetzt im August, dass die nächste kommt. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es zeitlich schaffe. Und in der Ausgabe jetzt wird das Thema sein, wann wird ein Herz einer Frau ein Mamaherz? Ein sehr, sehr emotionales Thema. Ich habe ganz, ganz tolle Interviewpartner. Ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern. eine Frühchen-Oma. Also gedoppelte Ladung, also eine frisch gebackene Oma, Mutter ihrer Tochter und die Tochter bekommt ein extremes Frühchen, was das mit ihrem Mamaherz macht, zu der Liebe ihrer Tochter und zu ihrem ganz, ganz jungen Enkel. Das war sehr, sehr emotional zu lesen. Dann habe ich eine Mama, ich will jetzt nichts Falsches sagen, also sie hat sehr, 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 sehr viele Kinder verloren, ausgetragen verloren und während der Schwangerschaft verloren, auch sehr, sehr, sehr emotional aufgeladen und ein Interview von einer ganz tollen Frau, die einen sehr, sehr langen Kinderwunsch hinter sich hat. Und meine Intention dahinter war so, wir haben nicht erst ein Mamaherz in uns, wenn wir ein Kind an unserer Hand tragen, sondern da kann halt auch eine Frau neben uns stehen, die
kein Kind austragen konnte oder ausgetragen hat, aber es leider nicht mehr lebt. Und auch diese Frau hat ein Mamaherz. Auch wenn es ein unerfüllter Kinderwunsch ist, hat diese Frau ein Mamaherz und ungeahnte Energien und Kräfte in sich. Und ich will damit einfach nochmal so ein bisschen sensibilisieren, dass wir das nicht absprechen mit Kommentaren und Fragen. Wann ist es denn soweit? So, jetzt hast du geheiratet, wann kommt denn jetzt das Kind? Und da können wir einfach viel machen, und also kaputt machen und wehtun. Genau, das ist Thema der Ausgabe. Und es gibt natürlich auch immer Infos nochmal zu ätherischen Ölen, die ich gerne nutze, oder auch zu Themen, die anstehen, Kurse und so weiter. Genau, aber das ist der Hauptschwerpunkt in dem Magazin. Und mal gucken, es kommt jetzt irgendwann im August oder September. Total schön. Also ich habe ja auch das erste Magazin von dir gelesen und ja, es berührt auf jeden Fall Herzen, ob mit oder ohne Kind. Und von daher total schön. Danke, dass du uns da schon mal so ein kleines Sneak Peek gegeben hast. Und ja, auf jeden Fall eintragen. Und, genau. Ja, ihr findet Nadine natürlich auch auf meiner Website, auf La Casita. Da hast du ja auch ein Profil, wo alle Kontaktdaten nochmal hinterlegt sind und wo man dann auch auf deine Website kommt, wo man sich dann auch eben für das Magazin eintragen kann. Und ja, total schön, Nadine. Ich danke dir für deine Zeit und dass du uns da schon wieder so viele spannende und hilfreiche Tipps mitgegeben hast. Und ja, wenn ihr Fragen habt, auch im Nachgang für alle die Aufzeichnung schauen, dann sehr gerne in die Kommentare schreiben und oder der Nadine direkt per Nachricht, und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin, dass ihr ganz schnell eine Antwort bekommt. Und dir herzlichen Dank, Nadine. Ich wünsche dir einen wundervollen Start in die Woche und noch einen ganz, ganz tollen Tag. Und ja. Danke dir auch. Bis dahin. Bis bald. Tschüss. Ciao.